Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 6, Angel of Darkness. Wir sind hier im Boss Fight mit Curtis zusammen. Und wir... Ah, das funktioniert nicht so gut auszuweichen. Ach, meine Fresse. Diese Dinger sind einfach so zum Kotzen, weil er einfach die ganze Zeit da... Wo schießt du jetzt schon wieder hin? Okay, eins habe ich rausgeschossen. Muss ich vielleicht neu anvisieren? Aber irgendwie funktioniert der Fall doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt steckt die Waffe wieder weg. Okay, wenn ich die ganze Zeit raufschieße, passiert aber auch nichts. Und man kann sich halt auch nicht nach, also man kann nicht nach links und rechts gehen so richtig. Wenn man halt immer irgendeinen Scheiß macht. So, wir machen erstmal hier falsches Ding. Okay. Ich hasse dieses Spiel wirklich dafür, dass man aus dem Escape-Menü nicht sofort ins Inventar gehen kann, weil ich will halt immer Escape drücken, warum auch immer. Frag mich nicht wieso. Und dann kann ich halt nicht mehr zurückgehen. Ach, Curtis, lauf doch einfach zurück! Die Steuerung ist so zum Kotzen! Ich bin weggesprungen! Führ doch einfach die Sprunganimation aus! Muss ich das aus einem bestimmten Winkel treffen? Also das Spiel erklärt mir nichts! Weil er zielt irgendwie auf das Ding da rechts jetzt! Muss ich da jetzt wirklich hinlaufen? Dann lache ich das nochmal. Also ganz ehrlich, ich mag diesen Fight nicht. Ich finde ihn einfach zum Kotzen. Ich meine, muss ich überhaupt auf den Kopf schießen? Das war jetzt mein Fehler, dass ich wieder irgendeinen Quatsch gemacht habe. Okay, kann ich laden. Weil einfach die Steuerung nicht gut ist. Sie ist nicht gut für so einen Movement, wenn man seitwärts gehen will. Du kannst nach vorne, nach hinten, das halbwegs machen. Aber jetzt, ich laufe nach vorne, die Kamera denkt so, ja, ich visiere jetzt mal den Kopf an. Ach, Curtis, was machst du denn? Dass ich auch nicht einfach nach hinten laufen kann und es reicht dann mit dem Ausweichen. Und dass man auch keine Rolle mehr macht und also mit hoch und runter ist halt auch nervig, weil ich das halt gern gemacht habe. Man kann auch nicht so schnell reagieren, finde ich. Okay, man kann anscheinend einfach raufballen, das klappt. So, habe ich HP? Ich habe ein bisschen HP. Hatte ich nicht noch weitaus mehr HP, als ich mit ihm habe? Curtis, schieß doch! Ja, lauf halt langsam los. Was ist denn mit dieser Steuerung von diesem Spiel? Es kotzt mich so an. Au. Was hätte ich machen sollen? Also ganz ehrlich, warum denken sich die Entwickler von Tomb Raider, hey, wir haben so eine geile Game Engine, man kann perfekt damit so welche Kämpfe realisieren. Ich kann nicht mal schießen und gleichzeitig zurückspringen. Also, ich kann halt nicht ausweichen.
So, jetzt ein bisschen zurücklaufen. Was natürlich wie ein... Ich drücke nur nach hinten. Er läuft nach vorne. Was ist das? Die automatische Kamera dieses Spiels ist absoluter Müll. Ich will nicht sagen, dass ich wieder komplett was anderes gemacht habe, aber ich habe wieder komplett was anderes gemacht. Ich wollte gerade nach hinten springen und er macht einfach nichts oder springt nach vorne. So, wenn man es richtig timet, dann kann man so ausweichen, das ist in Ordnung. Jetzt hat sich einfach einmal im Kreis gedreht. Warum? Du sollst nur nach rechts vorne laufen, Curtis. Und so ist halt seitwärts bewegen. Er macht halt so leichte Sprünge, wenn ich nach hinten mache, geht es ein bisschen besser. Habe ich das nicht mal zerstört bekommen? So, erstmal kurz HP nehmen. Also ich muss sagen, dieser Fight ist einfach wirklich scheiße. Das macht gar keinen Spaß. Natürlich kriegen wir so direkt aufs Maul von diesem Ding. Wo will er denn noch hinschießen? Er soll auf das Ding hier hinten gehen, was er nicht macht. Und dann werde ich von ihm... Oh, meine Fresse. Ich hasse es so. Warum visiert der irgendwas an? Visier doch das an, was am nächsten ist. Ich weiß doch nicht, wo du hin... Es macht keinen Spaß. Also wirklich, dieser Fight ist so scheiße. Das ist absolut das Beschissenste an diesem ganzen Spiel bisher. Man kann nicht so schnell reagieren, man kann sich nicht vernünftig bewegen für so einen Kampf. Muss ich jetzt erahnen, wo er hinschießen will. Jetzt schießt er erst, weil das geht sofort kaputt. Bei anderen schieße ich ein halbes Magazin rein, nichts passiert. Wo zielst du hin, Curtis? Du zielst irgendwo hier, ne? Okay, vielleicht ist es auch einfach nach der Reihe, also dass man einfach erst die ersten beiden macht. Aber ich meine, ich habe auch schon mal auf der linken Seite zwei zerstört, bevor ich überhaupt sonst rechts gegangen bin, das erste. Ich glaube, jetzt schieße ich wieder aufs linke. Curtis, lauf doch nach links, meine Fresse! Weil jetzt schießt er auf das eine Ding, was schon weg ist, habe ich das Gefühl. Das macht gar keinen Sinn. Okay, das war mein Fehler, habe ich so spät reagiert. Ich habe keine Ahnung, wo er schießen will. Gar keine Ahnung. Ich laufe los, springe, Curtis denkst du, langsam gehen, ja, vielleicht so ein bisschen. Haben wir überhaupt noch HP-Sachen? Okay, ich habe mir noch nicht gehalten in diesem Fight anscheinend. Ach, meine Fresse. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich das alles noch brauche, aber ich kann es mir aktuell nicht leisten. Also ich muss einfach jetzt die ganze Zeit auf das Vieh schießen, ansonsten weiß ich nicht, was ich tun soll. Hm.
Nee, ich muss, glaube ich, nachgucken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Fight nicht. Also ja, vorne Dinger habe ich kaputt bekommen, das war kein Problem. Aber hier hinten, er schießt halt immer weiter, also so sieht es für mich aus, auf die vorderen. Das kann ich das Ziel, ich habe keine Munition mehr. Kann ich laden. Und ich muss nachgucken, was geht, weil ich nicht verstehe. Ich würde sagen, ja, ich gucke nach. So, ich habe nachgeguckt, es ist fucking easy. Also, ich habe schon richtig gemacht, ein bisschen reinschießen. Da weich halt nicht aus, macht nichts. Und man kann das Ziel wechseln. Was ich natürlich wusste, weil mir das Spiel das ja sagt. Und was ja vollkommen klar war. Ich glaube, es ist gerade sogar automatisch gewechselt. Ja klar, ich bin sofort tot. Also ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie das mit diesem Schaden ist. Weil manchmal kriege ich richtig viel Schaden. Manchmal kriege ich keinen von dieser grünen Brühe. So, man soll auch den Rückwärtssalto, also den Seitwärtssalto, was ich absolut nutzlos finde, weil ich dann sofort angeschossen werde von dem Mist. Man muss es viermal treffen, das stimmt im Guide. Curtis zieht seine Waffe wieder nicht, er wird nach hinten geprügelt. Man muss nämlich mit der Rollentaste das Ziel wechseln, was aber auch irgendwie gerade nicht funktioniert hat. Also er hat irgendwie das da hinten angeschossen. Okay, anscheinend ist das kaputt, aber nicht so richtig. Ja, da war halt wieder Kamera komplett random und Curtis steht einfach nur rum und dreht sich random. Das ist so ein Müll. Ich glaube, ich heile mich mal kurz, weil wir sind schon wieder fast tot. Und ganz ehrlich, der Fall ist einfach so schlecht. Das funktioniert einfach nicht, das Spiel. Einfach alles reinhauen, warum nicht? Jetzt habe ich aus Versehen die Waffe weggesteckt, weil er mal wieder nicht direkt schießen wollte. Ich dachte, vielleicht muss ich sie einmal nochmal ziehen oder so. Ja, okay, das war mein Fehler, sehe ich ein. Wenn ich richtig reagiert. Au. Also man weiß, dass man diesen Fight so machen kann, indem man das Ziel wechselt. Dann ist das halt echt leicht. Oh Gott, nicht noch mal. Ernsthaft, noch mal? Das war's es wirklich? Anscheinend? Hä? Schieß doch nur meinen Kopf, um sicher zu gehen. Meine Güte. Vor allem, wieso kann ich seinen coolen Boomerang benutzen? Ist er jetzt komplett tot einfach? So lost irgendwas. Okay, der hat uns hier hochgejietet. Und wir folgen jetzt Eckhart und dem komischen Typi. Was machst du? Machst du wieder irgendeinen Quatsch? Also wieder diese komischen Dinger aus dem Boden? Ne, du machst einfach irgendwas auf. Okay. Kann vielleicht das sein, was ich im rechten Gang gesehen habe. Ich kann versuchen, hier einfach rüber zu hopsen. Ist die Frage, ob ich das will. Okay, das war's hier nicht. Da gibt's aber HP.
Was für nämlich daran, einfach hier hochzuhopsen? Macht das Spiel an sich. Gut. Also, den Boss-Fight ist halt wirklich steuerungstechnisch schwierig immer noch. Dabei bleibe ich. Aber ansonsten ist der okay, wenn man weiß, dass man das Ziel wechseln muss. Was man vorher noch nie musste in diesem Spiel. Also wahrscheinlich hätte es hin und wieder mal hilfreich sein können. Aber... ja. Hätte es hilfreich sein können, aber es wurde dir halt nicht erklärt und man muss ja davon ausgehen, dass man es weiß. Oder genauso, dass man, wie man da diese Gänge darunter rollt oder alles andere in dem Spiel. Du darfst ruhig ein paar Schritte nach hinten gehen. Ich speichere einfach mal. Mein Legs feel stronger, na super. Was machst du? Okay, das ist einfach nur der Rückweg. Okay, gut. Da muss ich einfach nur gegengehen. Auch gut. Ja, also der Fight hat mich wirklich, wirklich richtig sauer gemacht. Und das ist halt einfach, warum? Leute, ihr entwickelt ein Spiel, es funktioniert einfach nicht so wirklich gut zu steuern. Vor allem nicht an der Tastatur. Vielleicht ist es dann auf der PlayStation oder wo es noch rauskam besser. Das weiß ich nicht. Aber so... was mache ich damit? Achso, das ist so ein getimtes Ding anscheinend. Gut. Okay, ich glaube, das kann ich laden, weil ich glaube, ich muss das direkt schaffen. Okay. Ja, gut, ich darf nicht zu früh springen. Irgendwie springe ich mal zu früh ab. Ach, Larrys, lauf doch nicht da einfach runter. Es ist wirklich nervig gerade, dass ich da einfach nicht... okay. Ach, meine Fresse, warum springt sie denn nicht einfach ab? Ich drücke extra auf Springen. Buff, fällt einfach stumpf runter. Ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Spiel gerade. Also, ich bin gerade wirklich einfach nur sauer. Was soll denn das? Es hat so gut funktioniert. Dann spreche ich hier nochmal. Und jetzt denkst du ja, ach, fick dich. Also, deine ganzen Kommandos, die ich ausführen soll, fick dich. Kannst du selber machen. Und vor allem, dann läufst du oder springst da runter, bist irgendwie noch nicht mal in der Todeszone, aber bist sofort tot und kannst deshalb nicht laden. Ach Gottchen, Alter, ich hasse es gerade. Ich kann das auch schon wieder laden. Okay, ich dachte, ich kann vielleicht rüberlaufen. Ich habe sofort, als ich abgerutscht bin, F9 gedrückt zum Schnellladen. Klappt natürlich nicht. Und ich habe länger nicht gespeichert, sehe ich. Vielleicht soll ich es mal wieder machen. Spiel ist natürlich schon fast vorbei, aber... ja, Speichern ist halt schon wichtig. Keine Ahnung, ob wir das jetzt überhaupt zeitlich schaffen. Oder ob ich da einfach springen musste. Weil es halt echt schon langsam. Das Ding ist schon wieder unten, ne? Da kann ich laden. Ich rutsche, also nein, ich rutsche nicht ab. Ich springe einfach gegen und kann nicht laden, weil ich sofort tot bin. Ich glaube, ich muss das wirklich so machen und ich darf dann mich nicht langhangeln, ich muss da wirklich versuchen zu springen. Es funktioniert nicht. Ich schaffe den Sprung nicht, also ich muss eigentlich, ich darf mich nur einmal hochziehen, ansonsten schaffe ich das nicht. Das heißt, ich muss diesen Sprung hier eigentlich schaffen, perfekt. Und das schaffe ich nicht. Wie soll man das tun? Gibt es hier noch was anderes, was ich tun kann? Eigentlich nicht, ne? Also ich mache den ersten Sprung hier hin. Dann muss ich direkt weiterlaufen. Vielleicht muss ich es wirklich machen. Also vielleicht darf ich nicht hier einen Safe State versuchen zu setzen. Vielleicht muss ich wirklich einfach das immer von hier aus machen. Nachdem ich es einmal gemacht habe, ist ja auch endlich der Kommentar von Lara weg. Also, dass ich mal sage, hey, my legs feel stronger now.
Nee, schaffe ich nicht. Kann ich hier irgendwie einen anderen coolen Sprung machen, dass ich irgendwie doch hinkomme? Ich glaube nicht. Naja, ich würde sagen, das reicht für diesen echt nervigen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.